Ich glaube, was früher ganz klar gelebt wurde, ist, dass man Arbeit und Privatleben ganz klar trennen muss und soll. Wir erleben das bei den Azubis heute, dass das nicht mehr stattfindet. Also die bringen ihr Privatleben durchaus mit zur Arbeit. Wir beschäftigen uns mittlerweile mit Themen wie finanziellen Problemen, auch Liebeskummer, Streitereien etc. Und was auch auffällt bei der heutigen Generation, dass sie gerne auf Augenhöhe behandelt werden möchten. Also sie möchten mit einbezogen werden. Dieses Hierarchiedenken, was es vielleicht von früher gibt, ist bei der heutigen Generation nicht mehr zeitgemäß, sagen wir mal so. Was ihnen natürlich schwerer fällt, ist so dieses ganze Thema Konzentrationsfähigkeit. Wir merken ganz klar, so ein Seminar in der Schule, aber auch am Arbeitsplatz, dass natürlich die Konzentrationsfähigkeit geringer ist oder geringer wird immer mehr. Was natürlich toll ist, dass sie schon eine Affinität zum Digitalen mitbringen. Wir alle leben in der Digitalisierung, also unsere aller Arbeitsplätze wird immer mehr digital geprägt. Wir zum Beispiel führen jetzt iPads ein, einen Online-Shop etc. Da sind die total begeisterungsfähig, können das ganz schnell umsetzen. Da haben natürlich Mitarbeiter in den älteren Generationen, so die schnell umsetzen, gerade digital gesehen, doch durchaus Schwierigkeiten. Und unsere Azubis sind da ganz klasse unterwegs. Werden wir oft gefragt, tatsächlich ist es in der Praxis gar nicht so extrem auffällig, dass sich da viel verändert hat. Was natürlich auffällt, ist, dass unsere Azubis häufiger krank sind, das schon, aber einen geringeren Zeitraum. Also wir sprechen dann so von 2, 3 Tagen. Das war früher vielleicht anders, da hat man sich nicht so schnell krank schreiben lassen. Aber wenn man dann krank geschrieben war, dann durchaus mal auch über 2 Wochen oder 1, 2 Wochen. Das erleben wir heute nicht mehr so extrem. Deswegen finde ich das schwierig, auch im Gegensatz zur restlichen Belegschaft. Wir haben letztens mal die Zahlen ausgewertet, sind unsere Azubis auch deutlich weniger krank als die Belegschaft. Also was heißt deutlich, aber wir reden hier immerhin von 3, 4 Tagen. Deswegen finde ich das jetzt nicht auffälliger als in den früheren Generationen. Dadurch, dass eben Privatleben und Berufsleben nicht mehr so stark getrennt wird wie früher, fällt ihnen das natürlich total schwer. Aber wir beobachten auch, dass es nicht nur den jüngeren Generationen schwerfällt, sondern durchweg. Also dadurch, dass immer alles jetzt digitalisiert wird. Wir haben mittlerweile, oder viele haben Firmenhandys, viele laufen mit iPad auf dem Arbeitsplatz umher. Es gibt keine Trennung mehr und natürlich fällt ihnen das dann extrem schwer. Wir merken aber auch, wenn wir das verbieten wollen würden, da macht ihnen das als den jüngeren Generationen viel mehr Stress, als wenn wir das zulassen. Und wie gesagt, unsere Abteilungsleiter, Geschäftsleiter sitzen in ihren Terminen auch mit ihrem iPhone oder was auch immer, mit ihrem Mobilfon in den Besprechungen und gehen da auch ab und an mal ran. Das nehmen die Azubis natürlich auch wahr. Wir haben ganz viele Schulungen und Seminare, wo wir eben präventiv schon auf gewisse Dinge eingehen, wie zum Beispiel Umgang mit Stress, Umgang mit Prüfungen, Umgang mit Konflikten. Wir haben auch, ganz wichtig ist, so ein Verständnis für die Generation zu schaffen. Das heißt, so welche Generation gibt es denn noch auf der Fläche? Was prägt die? Wie ticken die vielleicht auch? Machen wir natürlich umgekehrt auch mit den Mitarbeitern, damit sie wissen, okay, welche Generation kommt da auf uns zu? Welche Vorteile hat die denn vielleicht auch und umgekehrt? Wir haben ganz viele Angebote, wie zum Beispiel, wir haben eine Suchtberatung vor Ort, wir haben einen Betriebsarzt vor Ort, wir haben, was gibt es denn noch, wir haben ganz viele Kontaktstellen, sollte es eben dann doch, wo wir sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr in meinem Aufgabengebiet, das muss professionell behandelt werden, dann können wir auch da weiterhelfen. Und was wir eben ganz klar mittlerweile machen, es geht ganz viel darüber hinaus, also wir machen auch neben dem fachlichen neben der fachlichen Ausbildung ganz viel im Thema, okay, jetzt unterstützen wir, der hat finanzielle Probleme. So, was kann man da tun? Wie können wir da unterstützen? Wir haben Campus, das heißt, wenn jemand ausziehen möchte und hat die finanziellen Mittel nicht, dann haben wir ein sogenanntes Wohnheim, wo sie eben günstig wohnen können. Wir haben da diverse Angebote und das ist auch immer ein bisschen individuell, was der Azubi dann jeweils braucht. Wir unterscheiden da nicht.